No other ninja could ever best the Uchiha Clan. Und damit, Leute, willkommen hier zu einem weiteren Naruto to Boruto Shinobi Striker Video. Ja, da das letzte Video so gut ankam bei euch, dachte ich mir, ich hau mal hier ein weiteres Video raus dazu. Und ja, Leute, was gäb's Besseres als ein Community-Spekulationsvideo zu DLCs und zu neuen Filmen, Folgen und sonst pipapo. Leute, ich hau jetzt mal ganz grob raus Tsunade und alle Kage der fünf großen Reiche. Ja, ich hau das mal grob raus und da ist schon eigentlich alles mit gesagt. Da denkt jeder Naruto-Fan wird da direkt wissen, yo, ich weiß, was er meint. Ich kann nur sagen, ich denke mal, alle fünf Kage, also im Prinzip sind die Kage in den verschiedenen Dörfern, Tsuchikage zum Beispiel, sowas alles, Hokage halt, das sind ja alles so Kage und ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in Naruto to Boruto Shinobi Striker bald ja, mehrere von denen zu sehen sein werden, und zwar genauer gesagt die stärksten von denen werden bald zu sehen sein, garantiert, weil ja, es sind halt wirklich die stärksten Shinobi eigentlich gewesen, so aus den Dörfern und mit aus den Dörfern gewesen, und ich kann mir gut vorstellen wirklich, dass die bald zu sehen sein werden in dem Game. Und da das Game eigentlich jetzt schon fast alle Hokage bekommen hat, ich weiß nicht, ob Tsunade dabei ist, also kann ich nicht sagen, dass es alle Hokage sind, weil Naruto ist ja drin, Kakashi ist ja auch drin, die restlichen haben wir ja auch alle bekommen, sozusagen in einem DLC, großen DLCs haben wir die, also kleinen DLCs haben wir die bekommen, alle Kage so durchweg, auch Jiraiya, die Sannen haben wir jetzt auch bekommen, die beiden, und ja, ich muss sagen, da fehlt da ja immer noch Tsunade, ich weiß wirklich nicht, ob die Schneckenprinzessin drin ist im Game, kann ich echt nicht sagen, auf jeden Fall, Leute, die anderen Kage, denke ich mal schon, dass aus Sunakakura auf jeden Fall, ja, der Vater von Gaara auf jeden Fall im Game drin sein wird, der letzte Kage, und auch die anderen Kage werden garantiert, also nicht Hokage, sondern die anderen Kage werden auf jeden Fall garantiert auch noch dann zu sehen sein in diesem Spiel. Und ich denke mal auch gerade beim Raikage und sowas, Killaby haben wir ja nicht im Game drin, der wurde ja eigentlich nicht hinzugefügt, aber da wurde noch ein bisschen so, obwohl nee, Killaby glaube wurde doch hinzugefügt, ne? Irgendwie war doch sowas da mit Killaby. Auf jeden Fall, ja, würde mich auch auf jeden Fall freuen, auch wenn die restlichen Chinchorikis reingefügt werden in das Game, weil das ist natürlich auch so ein Punkt, da kann man sich dann natürlich extra Punkte holen und extra Jutsus, die natürlich dann noch geiler sind als die Jutsus von den Kagen. Und dazu muss ich echt sagen, ich finde es einfach richtig cool, das Game an sich, und wenn wir dann noch so Content bekommen mit diesen ganzen Kagen, wäre einfach dann episch. Und dann natürlich dazu noch dementsprechend neue Maps endlich mal, weil ich muss sagen, und ich denke, euch geht's auch so, die das Spiel spielen, das zieht sich wie Kaugummi jedes Mal, die verdammte gleiche scheiß Map, und oh Junge, das ist auch zum Einschlafen, und da kann ich euch einfach nur zustimmen, es ist zum Einschlafen, es ist langweilig geworden, auf den Maps zu spielen immer, nur die Gegner nerven dich permanent, weil wenn manche hier so die ganze Zeit mit einem Jutsu durch die Map rennen und das zweimal im Inventar, dann kannst du dir aber vorstellen, das fuckt ab, ne? Und dazu muss ich sagen, einfach mit Absicht gewollt bei manchen, manche machen das mit Absicht, also das ist echt krank, aber dazu muss man auch sagen, das macht es dann auch wiederum interessant, aber es ist wirklich ausgelutscht sozusagen, die Maps sind ausgelutscht, die sind langweilig, die sind, bäh, Kaugummi, ausgekackte, alles klar, merkt euch einfach das letzte, was ich gesagt habe, einfach nicht merken, die sind wie ausgekauter Kaugummi, sind einfach langweilig und alt, sag ich mal. Ja, finde ich auch schade, dass das so ist. Wir haben ja immerhin noch ein paar mehr Dörfer als nur drei. Und ich appelliere an euch, Erfinder von Naruto to Boruto Shinobi Striker. Ihr seht es ja hier auch. Bandi Namoko. Ja, Mahashi. Was? Masaki. Mashal. Oh, Junge, ich kann Japanisch einfach komplett nicht aussprechen. Kishimoto auf jeden Fall. Den Nachnamen kann ich. Ja, auf jeden Fall, ich appelliere einfach an ihn und auch an die restlichen so Entwickler, die an dem Game mitgespielt haben. Ich habe ja gesehen, Unreal Engine hat ja mitentwickelt an dem Game. Ja, auf jeden Fall, ich appelliere an alle, die da mitgemacht haben.
Leute, es gibt so viele fucking Maps. Es gibt gerade im Fernsehen die 9. Staffel, Leute. Im Fernsehen läuft gerade auf ProSieben Max auch die 9. Staffel, Leute. Und ich zum ersten Mal im deutschen, öffentlichen deutschen Fernsehen. Und dazu muss ich sagen, heftig auf jeden Fall. Ich gönne mir jeden Tag die Staffel. Ich kann nur sagen, wer es geil findet, so alles dazu. Und wer es nicht wusste, der kann es auf jeden Fall ProSieben Max gönnen. Also, der ist auch eigentlich normal, ohne dass es kostenpflichtig ist, kann man den auch empfangen. Musst du halt den richtigen Sender dazu gucken. Also muss man dann mal ins TV-Programm schauen, ob es richtige Sender ist, den es da gibt. Auf jeden Fall, es ist heftig auf jeden Fall, was gerade läuft. Finde ich auch nice endlich mal, dass es auf Deutsch endlich die Folgen kommen. Und mich freut das einfach, weil ich habe jetzt auch nicht so 54 Euro auf der Hand und kann mir einfach mal so eine Folge kaufen. Ja, finde ich auf jeden Fall wirklich richtig nice, dass es so läuft und dass es auch alles so hinhaut. Ja, ich muss einfach sagen, ist einfach cool, das Game und ja, auch was jetzt im Fernsehen läuft. Und wie gesagt, jetzt auch in den Fernsehen, jetzt gibt es hier neue Map, also neue Sachen, alles neu. Für die Leute, die es jetzt nicht auf Japanisch oder so reingezogen haben gerade oder auf Englisch. Also ich würde sagen, kommt, macht endlich mal neue Maps, macht endlich mal neues Update und so. Also, ja, wäre schon nice, ne, wenn hier mal ein bisschen mehr rankommen wird an Content. Und ich muss sagen, ist einfach cool, wenn man dann halt mal eine Telefon, also nicht drauf achten, was jetzt gerade im Hintergrund klingelt. Auf jeden Fall, ja, ich muss sagen, ist halt wirklich ziemlich, ja, schade, dass nichts Neues an Content mehr kommt, bis auf ein paar Kage, die jetzt die gekommen sind, Hokage. Und ich würde wirklich sagen, Leute, es wird doch mal Zeit für eine neue Map, ein paar neue DLC, ein paar neue irgendwas, Kage, Tsuchikage, Raikage, Killer Bee, keine Ahnung, was alles noch gibt. Ja, es gibt genug. Und da würde ich sagen, es gibt genug Content für das Game, warum sollte es nicht mehr Leute geben? Also es gibt auch genug Leute, wohlgemerkt, an der Stelle noch. Also es gibt genug Leute, die das Game zocken. Ich zocke eigentlich das Game persönlich auch gerne und auch noch mal aktiv ab und zu, wenn ich Zeit habe. Momentan habe ich null Zeit, deswegen bringe ich auch momentan die Videos ja teilweise und etwas auseinander, weil ich habe momentan so wenig Zeit und ich mache das gerade an einem Punkt, wo ich wirklich scheiß wenig Zeit habe. Trotzdem mache ich die Videos. Läuft bei mir. Wenn ich Zeit habe, mache ich keine. Wenn ich keine Zeit habe, mache ich es halt. Ist halt so, ne? Kennt ja jeder. Auf jeden Fall, Content ist da. Community steht voll hinter dem Game. 100%ig sage ich mal nicht, aber es steht zu 99,99991%. Auf jeden Fall die Community dahinter. Und ich würde mal sagen, Leute, das war es schon mit dem Video. Ich wollte wirklich darauf eingehen. Es kommt jetzt neue Staffel im Fernsehen. Da könnte man doch jetzt machen, endlich mal. Fürs deutsche Fernsehen, also für die deutschen Spieler und für alles so rundherum. Endlich kommt mal die 9. Staffel auch und so, denke ich mal, fast allen Sprachen, also in vielen Sprachen jetzt wahrscheinlich. Und ich würde mir einfach wünschen, macht doch endlich mal neuen Content dazu, so als Bonus feiern. Jetzt hat das neue Jahr begonnen, da kann man doch direkt mal im Januar ein DLC raushauen. Das ist doch schade nicht. Das schadet nicht dem Content und gerade auch alle Spielerschaften sind so gerade aus den Urlauben, aus den Ferien rausgekommen und sagen sich so, Alter, läuft bei euch, Alter, ihr kommt auch aus dem Urlaub raus, klar, Entwickler, aber Leute, ja, vor den Ferien, vor dem Urlaub noch so viel Scheißzeit, da könnt ihr doch mal ein DLC raushauen. Ihr hattet doch davor noch ewig Jahre Zeit und habt da null Content so rausgehauen mehr. Und da spreche ich auch von vielen Games, also viele Games haben einfach dann die Entwickler eingestellt, obwohl zum Beispiel Battlefield 5 noch im letzten Moment und sowas alles DLCs, Updates rausgekommen sind, muss ich sagen, Respekt an die Entwickler, aber Leute, ihr macht auch Fehler rein, die schlimmer sind als das, was reinkommt. Auf jeden Fall, es ist Zeit da, ihr habt Zeit, Leute, die erste Woche ist jetzt schon fast vorbei, also gebt euch Mühe, Leute, haut Content raus. Appelliere an euch, Spieleentwickler, und ich sag mal, bis dann, viel Spaß mit Naruto Tobruto Shinobi Striker und bis dahin, viel Spaß. Und außerdem, abonnieren nicht vergessen, unten Abo-Button klicken und Glocke aktivieren, direkt dabei. Und natürlich, liken nicht vergessen. Damit ich weiter Videos machen kann für euch, beziehungsweise damit ich weiß, es lohnt sich für euch Videos zu produzieren. Und damit sage ich, Leute, bis dann, viel Spaß und zockt schön. Fate bows hard on our shoulders.
But legends never die.